Das Schiff, das zu diesem unverwechselbaren Bug gehört, es ist ein Traumboot. Seit 70 Jahren schon. Und das, obwohl ein Folgeboot eigentlich nicht viel mehr kann als segeln. Wir wollen die Faszination Folge hautnah erleben und gehen bei Jule und Thomas Lisewski an Bord. Die beiden sind stolze Eigner von Lord Jim, einem hölzernen Lindbau von 1973. Der Motor kann getrost auf dem Steg im Hamburger Yachthafen Wedel zurückbleiben. Bei 5 Windstärken läuft Lord Jim selbstverständlich unter Segeln raus auf die Elbe. Und genau das macht diese Klasse wohl so beliebt. Einfaches Segeln, das einfach immer funktioniert. Nicht ohne Grund schwärmen viele Eigner großer Yachten von einem Folgeboot. Thomas Lisewski kann diesen Träumern nur eines raten. Jetzt kaufen, nur nicht erst übermorgen. Und dann lossegeln. Vor allem, es ist ideal für Regatten, für Touren, Tagesturns. Echt super. Du hast keinen Niedergang, du kannst sogar mit Babys fahren. Und die können hier, unsere Kinder konnten erst mit 2,5 Jahren aus dem Cockpit aussteigen. Du brauchst keine Seeregeln. Einfachheit, die fasziniert. Verzicht auf viele Dinge, von denen wir glauben, dass sie beim Segeln unverzichtbar seien. Gut, Toilette oder selbstlenzendes Cockpit, das sind tatsächlich praktische Erfindungen. Aber der Lord Jim Skipper hat wichtigere Gegenstände an Bord. Also das Wichtigste an Bord für uns alten Herren sind natürlich die Rotweingläser, die wir dann auch vierfach an Bord haben. Und wir haben sogar Rotwein an Bord. Ein Glas Rotwein nach dem Schlag, das klingt nach Gemütlichkeit. Und genau das strahlt auch die Kajüte des 7,66 Meter langen Klinkerbaus aus. Ob das auch am Baustoff liegt? Ich glaube, einfach so beim Plastikschiff ist es einfach ja, steril. Es ist ein bisschen leblos. Selbst wenn du hier reinguckst, ist es aber immer bis auf die Bierflaschen. Es ist einfach ist ein lebendes Beispiel. Natürlich gibt es das Folge mittlerweile auch als GFK-Boot. Doch gleich ob Plastik oder Holz, es ist der klassische Riss, der gefällt. Und der dem Langkieler eine ungeheure Seegängigkeit beschert. Das Folgeboot hat in den vergangenen 70 Jahren eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Und die Lisewskis, die haben an Bord eines Folge ihre ganz eigene, sagen wir mal, Familiengeschichte geschrieben. Also man kann auch sagen, jetzt ohne Internes auszugeben, aber im Vorschiff ist unser Sohn entstanden. Mittlerweile ist der Filius übrigens selbst erfolgreicher Segler. Wer weiß, was ohne die Kindheit auf dem Folge aus ihm geworden wäre. In der Yacht 22 2011 lesen Sie die ganze Geschichte der Folgeboote von den Anfängen bis heute in einem 15-seitigen Spezial.